Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum Euro Simulator 2. Wie angekündigt heute der Garagenausbau. Ja, wir gucken. Ist euch übrigens mal. Warte mal. Ist euch aufgefallen? Guck mal. LKW-Händler, neue Aufrufzeile, Zustand, Firmenmanager. Es ist immer ein MAN im Bild. Das gibt mir irgendwie zu denken. Ich weiß nicht, warum da immer ein MAN im Bild ist. Ich weiß es nicht. So, Garagenmanager. Ich mache da jetzt kein großes Federlesens. Ich fange jetzt mal an. Guck mal hier. Eine voll ausgestattete Garage dieser Größe sollte so viel Einkommen in einer Woche bringen. Die Leistung zeigt, wie gut sich die Garage schlägt. Wir sollen 20.000 in den letzten 7 Tagen bringen. Wir bringen allein täglich 33.007 Euro ein. Das heißt, wir haben an einem Tag die Produktivität von einer ganzen Woche für die Garage drin. Schon geil. So, aufrüsten. Für 180.000 ausbauen. Durch den Ausbau wirst du zwei weitere Garagenplätze erhalten. Ja, geil. Zwei Garagenplätze, Alter. Huch, was denn jetzt? Ah, unsere neue Garage mit 1, 2, 3 Plätzen jetzt. Da stehen Autos vorm Eingang. Und da stehen Fässer. Man kommt gar nicht in die 03 rein. Was ist das denn? Guck mal, man kommt gar nicht in die 03 rein. Da standen jetzt Fässer davor, vor der Schiebetür, vor dem Tor. Und da stehen Autos. Das ist voll der Mobbingplatz. Für so einen Typen, den du nicht bei dir arbeiten haben willst, oder was? Wo du dir dachtest, ja gut, der will nicht so viel lohnen, ich kann mir nicht so viel leisten, den muss ich leider einstellen, aber ich mag den nicht. Ach komm, ich stelle ihn auf Garagenplatz 03, da kommt er nicht rein und nicht raus. Das ist okay. Voll mies irgendwie, weiß auch nicht. Was? Eine voll ausgestattete Garage dieser Größe sollte so viel Einkommen in der Woche bringen. Statistik letzte 7 Tage. Einkommen 231.052. 85% von 150.000. Warum? Was ist das denn? Ach so. Nö. Okay, danke. Ich dachte, da steht jetzt vielleicht auch was dazu. Ich frag gar nicht. Ich weiß nicht. Wir haben so viel Geld reingescheffelt. Ich weiß nicht. So, LKW-Händler. Ich würde sagen, wir nehmen Iveco. Hab mich spontan umentschieden. Oh, nein. Wir nehmen hier. Können wir online kaufen? Ein Angebot an Kunden, die besonderes Vertrauen genießen. Nicht nutzbar, bevor du mindestens 5 LKW besitzt. Leck mich doch. Okay, fahr mal halt so hin. Ist mir auch egal. So, Moment. Kurz was getrunken. Weil ich das Ding jetzt schon zum dritten Mal aufnehme. Grund sieht man gleich. So, den nehmen wir so natürlich nicht. Sondern nehmen wir den. Hier müssen wir 4x2 lassen. Sieht man auch gleich warum. Den können wir hochdrehen. Den können wir hochdrehen. Sogar einen Unterschied. Nicht wirklich, ist egal, lass mal drinne. Und zwar erstens deswegen, damit wir das hier noch mitbekommen, weil das einfach dazugehört. Tut mir leid, das gehört einfach dazu. Ich lasse ihn erstmal so und warum ich jetzt zum dritten Mal aufgenommen habe. Guck mal hier, wie viele schöne Punkte es da gibt, die man hier machen kann. Zum Beispiel können wir hier ein TomTom-Navi hinsetzen. Total geil. Wir können hier, guck mal, was wir hier alles können. Wasserflasche, Pilsner, Papier, Bier, Saubermachzeug, Magazine. Ohne Ende, Magazine. Magazine. Chips, ein bisschen Snacks, ein Schlafsack, Wasser, ein Sixpack, Wasser, ein Rucksack, noch ein Rucksack. Ich kann es aber zeigen. Guck mal hier, ein Rucksack, ein Sixpack, Wasser natürlich. Eine Karte, ein Mitnehmen, also hier so eine Tragetasche. Ein Westernhut, juhu, Garbage Can, total geil. Hier, Knitting Basket. Sicher. Feuerextinguisher, First Aid Kit, Safety Helmet und so weiter und so fort. Hier haben wir noch ein bisschen Toolbox. Guck mal hier, R2D2, total geil. Finde ich mega. Ich weiß nicht warum. Und hier so ein paar Notebooks, aber ich muss zugeben, ich nehme den. Ich weiß nicht warum, ich nehme den. Guck mal, hier können wir auch jemanden hinsetzen. Hier auch die ganzen Magazine und so, natürlich. Auch Sixpack, Backpacks, geht auch. Hut geht. Guck mal hier, ein AT-AT als Stofftier. Total geil. Oder ein Banta. Finde ich mega. Will ich haben. Also so einen echten Towntown gibt es auch noch. Pokémon ohne Ende. Guck mal hier. Aisha. Ben Kenobi. C3PO. Alice. Wer auch immer das ist, ich weiß es gar nicht. Juliet. Ist die nicht aus. Wie heißt das? Irgendein Chainsaw? Wo man da so Zombies mit der Kettensäge auseinander nimmt? Ist das Lollipop Chainsaw? Ist das die? Ist das die? Ich weiß es nicht. Darth Vader?
Luke Skywalker als Jedi-Ritter, eine Melissa, ich weiß gar nicht woher, außen, vielleicht sind es auch irgendwelche zufälligen Namen, ich weiß es nicht, und ein paar Notebooks, aber ich muss zugeben, ich würde hier persönlich, komm, wir können auch eine Ledertasche dahin hinsetzen, voll übertrieben, ich würde sagen, wir tun hier so eine hin. So, dann haben wir hier vorne eine Flagge, aber ist Türkei. Möchte ich in meinem LKW nicht unbedingt haben, das müssen wir übrigens noch dran setzen. Das haben wir. Costume-Level, okay, und hier ist der Grund, warum es im Absturz. Wunderbäume können wir alle hinsetzen, Minions können wir hinsetzen. Ich tagge es jetzt extra nicht, weil ich weiß, was geht und was ich haben möchte und was nicht geht. Ich will den. Es tut mir leid, ich will den. Es ist total geil. Ich wünschte, ich könnte alles zeigen, aber mir schmiert das Spiel davon ab. Es ist echt so. Es ist schade, aber es ist so. Können wir hinten eigentlich noch was hinsetzen? Nö, okay, das war's soweit. Das heißt, wir gehen mal raus. Wir gehen mal raus. Guck mal, man sieht es sogar da. Den Pac-Man sieht man auch da hängen. Da sieht man auch das Zeug liegen. Das ist total geil. Ich liebe diese Modifikation jetzt schon. Ich weiß nicht, ich liebe die einfach. Können wir hier noch was machen? Können wir hier was machen? Sieht alles nicht so geil aus, ne? Das sieht nicht schlecht aus. Da müssen halt noch ein paar Lichter dran, ne? Weißt du? Ich würde aber sagen, wir beschränken uns auf hier oben irgendwas. Das auf jeden Fall schon mal nicht. Das auch nicht. Ich würde sagen, das, weil wir hier machen wir zwei Radiants hin. Und hier machen wir Lumen Chrome. Ich glaube, wir haben auch Lumen Chrome an unserer Karre, ne? Also an unserem LKW, ich glaube. So, mal Licht an. Jawohl, so möchte ich das. So soll das sein. Wir holen uns. Halt, ich habe noch was vergessen. Erstmal die hier. Und tut mir leid, ich muss es machen. Ich muss es tun. Ich muss. Es tut mir leid. So, da hat man es auch gerade schon gesehen. Wir sind ja Ende 1.23 muss es jetzt sein. Und zwar können wir hier so ein bisschen was an den Rädern machen. Zum Beispiel können wir hier halt Standard Gloss. Bisschen was einfügen. Ne? Bisschen Felgen, wo ich die aber gerne auf Standard lassen könnte. Und hier, warte mal, das mache ich am Vorderrad. Da sieht man das. Ja, komme ich da ran? Ja. Da lasse ich das auch erstmal so. Und zwar haben wir hier diese Radmutter, ne? Da, wo jetzt mein Fummelfinger ist. Das ist Standard. Das ist Stahl, das ist Chrom. Ich habe die ganz gerne auf Stahl, weil so kenne ich das eigentlich von LKWs, wenn ich ehrlich bin. Hier können wir jetzt noch was ändern. Zum Beispiel, jetzt haben wir Standard, jetzt haben wir Elite Rider Red Edition, jetzt haben wir Series. Ich will auch Series ganz ehrlich nehmen, ich kann die ja mal zeigen. Also Standard, Absolute Fury Black Edition, Elite Rider, Synergy, Elite Rider Red Edition, Vanity, Series und Nightstar. Und wir schalten auch irgendwas frei. Ich nehme aber Series, damit es vorne und hinten gleich ist natürlich. So, hier können wir jetzt noch Radkappen draufsetzen, zum Beispiel Pacific Solid, DAF Pacific, Iveco Pacific, MAN Pacific, Mercedes-Benz Pacific, Renault Pacific, da steht halt immer die Marke in der Mitte drin, sonst ist kein Unterschied, und Coronet. Aber wenn man das in der Mitte dann nicht sieht, nehme ich den. Das ganz normale Pacific, ne? Sieht doch trotzdem geil aus. So, dasselbe machen wir hier hinten. Radmotor und Stahl. Dann haben wir... was? Dann haben wir hier. Ach, hier. Ah, hier ist das. Ach so, guck. Müssen wir hier Sirius halt so nehmen, ne? Müssen wir das. Quatsch, wir haben doch Elite weiter. Nein, wir haben Sirius. Was haben wir denn jetzt? Warte. Sirius. Okay, damit ist der LKW soweit, denke ich, fertig. Und. Oder? Lackiert und verchromt? Wir nehmen lackiert und verchromt. Das sieht mal gut aus. Die Dinger, V-Auftritt Original, Nexus, ist eigentlich scheißegal. Ranger. Ranger sieht nicht schlecht aus. Wir machen einfach mal Ranger rein. Guck mal. Mal einfach mal Ranger rein. Das sieht ganz gut aus. Mit diesem angeschraubten so. Finde ich irgendwie cool. Sieht ein bisschen provisorisch aus, aber ich finde das cool. So, damit ist unser LKW offiziell fertig. Das heißt, so nehmen wir die Karre. Kostet uns 205 Tacken. Kaufen. Möchtest du deinen neuen LKW selbst fahren? Ja, weil wir jetzt ein Navi drin haben. So, darf.
War schön mit dir. Vielen Dank für den Kauf in unserem Hause. Wir wünschen viel Freude mit Ihrer neuen Zugmaschine. Ihr alter LKW wird umgehend zu Ihrer Garage in Erfurt überführt. Das ist sehr schön. Oh yeah. Unser neuer LKW. Von der Leistung her ein bisschen schlechter als unser DAF. Und halt leider auch nur ein Zweiachser und kein Dreiachser. Aber guckt ihn dir an. Guckt dir das Schmuckstück an. Guck mal, da hängt sogar noch der Pac-Man drin und der TomTom-Navi ist auch da. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, das TomTom-Navi funktioniert. Ist nicht nur Deko. Das wäre mir ganz lieb. Wenn ich ehrlich bin, das wäre mir ganz lieb. Yeah. Unser neuer Renault Premium. Tatsache, das Navi funktioniert. Wie geil ist das denn? Alter, wie geil ist das denn? Guck mal, so Pac-Man wackelt sogar hin und her. Pac-Man wackelt wirklich hin und her, das ist total geil. Ich liebe das. So, guck mal, da drüben haben wir noch eine nicht entdeckte Dingsbums. Die heißt Arbeitsagentur. Das heißt, da fahren wir mal hin. Weil wir brauchen ja noch einen Arbeiter, der unseren DAF fährt. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr Profit reinbringen, auch wenn wir eigentlich auf 100% sein müssen, Profit. Aber guck mal, da dreht sich sogar. Guck mal, jetzt guckt er mit dem Gesicht nach vorne. Pac-Man. Total geil. Pac-Man. So, sie haben eine Arbeitsagentur entdeckt. Ich hoffe, die hat jetzt noch auf. Sehr mir ganz lieb. Arbeitsagentur besuchen. Okay, willkommen in der Arbeitsagentur. Wir bieten eine große Auswahl an hochqualifizierten Fahrerinnen und Fahrern. Wirklich aktualisiert wird. Für unseren Service berechnen wir lediglich eine Gebühr von bescheidenen 1500 für die einzelne Vermittlung. Je einzelne Vermittlung. What? Willst du mich verarschen? Okay, was haben wir denn hier? 366 die Lieferung und 10,44 den Kilometer. Hat aber nur 3 Fernfahrt. 360 die Lieferung und 10,30 pro Kilometer. Ist eigentlich voll viel, ne? 10,30 den Kilometer, krass. Und 360 die Linie, hat aber nur zweimal diese. Ist das Just in Time? Das ist Just in Time. 366 Lieferung, 10,44 pro Kilometer ist genau das gleiche wie der. Der hat aber zweimal Gefahrstoff und einmal zerbrechlich. Wir gucken mal ganz hinten, das müssten die schlechtesten sein. Genau. Der verlangt genauso viel wie der ganz vorne. Der hat einmal Fernfahrt, einmal zerbrechlich. Einmal das, einmal das, einmal das. Einmal den, einmal den. Das ist gar nicht so einfach. Weißt du was? Wir nehmen mal den. Das ist, glaube ich, das Schlechteste. Kann das sein? Die beiden, die sind die schlechtesten, aber ich habe lieber besondere Fracht. Wir lassen erstmal den. Haben wir hier noch was in der Richtung? Okay, pass auf, wir nehmen den. Dahin, dahin. Den nimmst du. Der Fahrer trotzdem eine kurze Einheit, wird kurz nach Ankunft die Arbeit aufnehmen, vorausgesetzt, steht eine Zugmaschine zur Verfügung. Ja, die hat er. So, dann gucken wir mal den Fahrermanager. Das können wir, glaube ich. Geht das? Ruht sich aus. Fahrtenbuch. Standort ändern, entlassen. Ach hier, ausgeglichen. Da können wir jetzt gucken, wie der sich entwickeln soll. Wenn das ausgeglichen ist, macht er auf jedes erstmal 1 und dann geht er auf jedes 2, auf jedes 3 immer so weiter. Also halt, dass er so ein Standardfahrer ist. Hier können wir sagen, nur auf ADR, nur auf Fernfahrt, nur Hochwertegefracht. Wir können also auf jedes spezialisieren, dass nur das macht oder nur das oder nur das oder nur das oder nur das oder nur das. So. Ich würde ganz gerne. Ich würde ganz gerne erstmal auf ADR gehen. Aus dem Grund, dass der auch die Explosivstoffe dann fahren kann. Ich denke, wir nehmen erstmal das. Und dann können wir auf ausgeglichen wieder gehen. Ich denke, das ist okay. Bewertet 0,8. Ja, wir sind mit 5,8 nicht unbedingt viel besser. Okay, wir fahren jetzt den Renault Premium Highroof. Das ist richtig. Wir machen 29,24 den Kilometer. Und machen ein Profil von 33.000 am Tag. Das ist schon heftig. Okay. Wir könnten eigentlich nochmal bei dem Grad gucken. Aufrüsten. Wie sieht's da aus? Ja, kann man schon mal nicht leisten. Halt. Nein. Ja.
6x2 täglich. Wir wollten 6x4 machen, ne? Kann uns auch nicht leisten, okay. Das ist maximal, das ist maximal exklusiv. Das bringt uns auch nicht viel. Wir können hier auch nicht irgendwas reinmachen. Können wir doch. Wir können, wir können, wir können. Oh, und wie wir können. Steckt einfach mal eine Wasserflasche rein, ne? Da eine Wasserflasche, was macht man hier? Machen wir hier auch ein First Aid Kit? Ich würde sagen, wir machen hier auch ein First Aid Kit. Wir können es ja so ein bisschen standardisieren tatsächlich, ne? Dass er jeder so seine Firmenausrüstung hat quasi, die er mitnimmt. Da nix. Da auch nix. Hier kommt unser Pac-Man wieder rein. Einfach nur, weil ich den cool finde. Weiß gar nicht warum, ich finde den geil. So, Pac-Man. Ah, guck mal, hätten wir sogar Telepass-Devices. Ich weiß gar nicht, was die bringen. Ganz ehrlich. Müssen wir hier so ein TomTom rein? Na gut, wir haben da ein Navi, weißt du? Da bringt das mit dem TomTom halt nichts. Okay, das war's dann hier soweit. Das könnten wir dann hier noch reinstellen. Red Bull, Zigaretten, Android, Tassen. Ashtray, Ashtray, Axt-Deodorant. Aha, Toilet Paper, Penholder, Picture Frame, Tashbish, ach nee, Tespi, Coins and Notes, Scientific Calculator, Snacks, Medicines, Lightsaber, nice, Notepad, Dalek, Feature Phone, Midland Allen, 80 Radio, Coffee Maker. Das geht, geil, da stellen wir so einen rein, Alter, da stellen wir so einen rein. Auf jeden Fall, ey, was ist das geil? Wie geil! Samsung Galaxy S2 Tablet, GPS, Truck Info Vertical, Customer. Alter, wir nehmen den rein. Das ist so geil. Ey, ich finde das so geil. Wir lassen den jetzt erstmal so. Und ich würde sagen, das reicht auch schon für die Folge wieder. Wir sind jetzt wieder runter auf 22.500 Euro. Ne? Ach so. Oh, das war eine Punktlandung, Freunde. Achso, jetzt habe ich den Motor ausgeschaltet. Entschuldigung. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Guck mal, er dreht sich uns wieder zu. Oh, niedlich. Das ist mega. Die Modifikation ist der Shit. So, und da würde ich sagen, das reicht doch schon wieder für die Folge auf jeden Fall. Denn ich habe ja gesagt, die Folge ist eigentlich nur, dass wir den LKW kaufen, ein bisschen rumbasteln und die Garage ausbauen und den Fahrer einstellen und ein bisschen. Ja, einweisen eigentlich. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann fahren wir mal wieder mit unserem eigenen LKW. Das heißt, wir machen eine Jungfernfahrt mit unserem neuen Renault Premium. Ja, und wir sehen, was die nächste Folge bringt. Tschüss.